Sobald wir jetzt eine Analyse haben wie die hier, können wir daraus die Anzahl der Kationen berechnen, die in dem untersuchten Mineral drin sind, und daraus dann eine Mineralformel bilden. Also was wir haben, ist erstmal die Analyse in Gewichtsprozent. Das sollte an sich natürlich dabei stehen, aber ist jetzt, wenn es aus der Mikrosonde beispielsweise kommt, die übliche Darstellung. Also haben wir 68,74 Gewichtsprozent SiO2, 19,44 Aluminium. Oxid und 11,82 Natriumoxid. Jetzt wollen wir es in Kation umrechnen. Kation ist jetzt die Anzahl der Atome. Hier haben wir jetzt Gewichtsprozent. Das heißt, das Erste, was wir machen müssen, sind die Gewichte rausrechnen. Hier hinten stehen die Oxidgewichte dieser drei Oxide. Wir teilen dann die Analyse durch das Oxidgewicht und bekommen dadurch den Anteil an SiO2 in dieser Analyse. Also, das machen wir als Erstes. Wir teilen jetzt das hier durch das und erhalten dann für Formatierung mit übernommen, ist egal. Und erhalten jetzt für jedes Oxid den Anteil oder den Molanteil. Also es gibt 1,144 Anteile SiO2, nicht mehr Gewicht, sondern einfach nur Anteile. So wie es ist jetzt nicht mehr das Gewicht von Äpfeln in einer Schale, sondern die Anzahl der Äpfel in einer Schale. Und hier die Anzahl von Birnen in einer Schale und nicht mehr das Gewicht der Birnen in einer Schale. Also 1,144 SiO2 und jeweils 0,1 zufälligerweise 191 in Aluminium und Natriumoxid. Und jetzt sehen wir ja, als nächstes wollen wir dann wissen, wie viele Kationen sind es. Also in SiO2 gibt es ein Kation, das Siliziumatom ist das Kation da drin. Und dann können wir dieses eine multiplizieren mit den Anteilen. Es gibt ja 1,144 Anteile SiO2. Es gibt da drin jeweils ein Siliziumatom. Und dann multiplizieren wir das und bekommen 1,144. Jetzt in Al2O3 ist der Anteil von Al2O3 in der Gesamtanalyse 0,191. Sind aber zwei Aluminiumatome drin, also zwei Aluminiumatome. Und deshalb multiplizieren wir das Ganze hier vorne, den Anteil dieses Oxids mit 2. Und das Ganze machen wir auch für Natrium. Das sind auch zwei Natriumatome drin, also auch hier 2. Und dann auch entsprechend wird auch dieses Moloxid mit 2 multipliziert. Und das sind jetzt die Anteile der Kationen hier drin. Und dann wollen wir noch die Anteile der Anionen. Die Anionen sind in dem Fall die Sauerstoffe. Also haben wir bei Silizium haben wir zwei Sauerstoffe. Das heißt, das ist der Anteil des gesamten Moloxids, das ist der Anteil der Sauerstoffe da drin und dann kann man wieder multiplizieren diese zwei Sauerstoffe mal den Anteil Moloxid und bekommt dann raus, wie viele Anteile Sauerstoff in dieser Analyse drin sind. Das gleiche für Aluminium, das sind drei drin und in Natrium sind wieder ist ein Sauerstoff drin. Und dann kann ich das hier runter kopieren. Also dann wird jeweils das hier multipliziert, die Anzahl der Sauerstoffe mit der Anzahl der Anteile Oxid. Und daraus kann ich jetzt die Gesamtanzahl der Sauerstoffe oder Anionen ausrechnen, indem ich das hier mal addiere. Das heißt, insgesamt gibt es 3,051 Anteile Sauerstoffe in dieser Analyse hier. Anteile Sauerstoffe. Das wissen wir jetzt schon mal. Was wir jetzt auch wissen, und die Gesamtsumme an Sauerstoffen ist 3,051. Jetzt können wir uns überlegen, wie viele Sauerstoffe, also wenn wir jetzt ein Mineral hätten, oder wir können im Grunde könnten wir jetzt schon eine Mineralform schreiben. Das können wir eigentlich schon machen, damit vielleicht besser verstanden wird, um was es geht. Wir können jetzt hier schreiben, wir haben Anteil Kationes 1,144 Silizium. Also können wir schreiben Silizium 1,144 und dann als zweites Aluminium 0,381 und Natrium auch 0,381 und dann haben wir wie viele Sauerstoffe? 3,051 und also als Mineralformel geschrieben, wäre das dann jeweils, also kennt man das dann, das wird dann immer hier unten an das
Element dran geschrieben. Das heißt, das wäre jetzt schon mal die Mineralformel, die wir hier hätten. Ich mache das einmal vollständig, damit man es wirklich gut sieht. Also, das Mineral hat jetzt die Formel Silizium 1,144, Aluminium 0,381, Natrium 0,31, Sauerstoff 3,051. Das ist jetzt nicht besonders aussagekräftig. Deshalb wollen wir das normieren auf eine bestimmte Anzahl Sauerstoffe. Da können wir einfach, wir wollen durchprobieren. Also wir können, ich schreibe hier oben rein, ich schreibe es mal 6 rein, 6 Sauerstoffe. Und dann müssen wir das normieren. Das heißt, wir teilen diese 6 hier oben durch diese 3,051 und multiplizieren das mit der Anzahl der Kationen, die wir haben. Das müssen wir dann davor hinschreiben. Also hier kommt Anzahl der Kationen mal der Sauerstoffe durch das 3,051. Dann haben wir das auf 6 Sauerstoffe normiert. Das jetzt hinschreiben und dann gibt es 2,25 Anteile Silizium. Das mache ich für alle. Okay, ich muss natürlich das hier oben, das muss fest bleiben und diese Summe hier unten muss auch fest bleiben. Also kein relativer, sondern absoluter Bezug. Und dann kann ich es runterkopieren. So, und das sind jetzt die Anteile. Also, jetzt könnte ich wieder eine Formel schreiben. Ich könnte die, ich kopiere das mal hier runter und könnte die wieder schreiben. Jetzt würde da stehen 2,25 Silizium, 0,75 Aluminium, 0,75 Natrium und jetzt hätten wir hier 6 Sauerstoffe. So, das sieht immer noch nicht nach einer Formel aus, die wir kennen, mit der wir es anfangen können. Vielleicht sollte man die auch ein bisschen umschreiben, wie man es vielleicht eher erwarten würde. Da würde dann vorne stehen Natrium. Das Silizium sollte ja eher beim Sauerstoff stehen, das ist ein Silikat. Super gemacht, Excel. Da habe ich das Tiefstellen hoch hochgestellt. Ich mache das mal ganz kurz. Dann sieht man es wirklich nicht besonders gut. So, das wäre jetzt die Formel. Ich glaube, jedem ist schon klar, um was es geht. Aber jetzt hätten wir nur Natrium 7,5, Aluminium 7,5, 7 und so weiter. Das machen wir oben. Ich oben einfach mal zum Beispiel 8. Und dann kriegen wir sehr saubere Zahlen raus. Und hier unten tragen auch nochmal die Summe ein. Das hatte ich gerade vergessen. Und dann kriegen wir hier eine Summe raus an Kationen, 5 Stück. Und bei 6 hatten wir 3,75. Das Verhältnis von 3,75 zu 6 oder 5 zu 8, das bleibt natürlich gleich. So, jetzt haben wir 8 Sauerstoffe und hier eine sehr viel schönere Formel. Und dann schreiben wir die tatsächlich auch noch einmal hin. Und jetzt haben wir da Natrium 1, kann ich auch gleich so lassen. Aluminium 1 kann ich auch gleich so lassen. Silizium 3 und dann hier hinten O8. Das Ganze ist natürlich der Albit, ein Feldspat. Und so funktioniert die Formelrechnung, so kriegen wir es sehr schnell raus. Und wenn wir das einmal haben, dann können wir hier oben, wenn wir nicht genau wissen, was es ist, verschiedene Zahlen eintragen, um rauszufinden, was man hier hinten hat. Zum Beispiel haben wir hier eine Formel, eine Analyse, mal ein bisschen eine vollständigere. Ist genau das gleiche, genau die gleiche Tabelle wie eben gezeigt. Hier hinten kriegen wir jetzt eine Summe raus von 5,3. Nicht so optimal. Es gibt zwei Sachen, auf die man achten muss bei einer Analyse. Die Summe muss stimmen. Die sollte plus minus ein Relativprozent sein. Ein bisschen mehr ist immer ein bisschen komisch, ein bisschen weniger kann sein, dann hat man vielleicht was vergessen zu messen. Wenn man hier auf 97, 98 kommt, Prozent, vielleicht was vergessen. Und die Kationensumme muss stimmen. Die kann nicht krumm sein. Sonst hat man kein Mineral, kein vernünftiges. Die muss immer eine gerade Zahl geben. Also 5,3, da stimmt was nicht. Schreiben wir hier oben mal nicht 8 rein, sondern schreiben mal rein, von mir aus 4, wäre dann Olivin. Passt auch nicht. Hätte man sich schon denken können, wenn 8 nicht passt, passt 4 auch nicht. Probieren wir mal 6, das wäre dann Pyroxen. Und hier wunderbar 3,982. Das ist genau, was wir erwarten bei den Pyroxen. Pyroxen ist zum Beispiel Mg, also ganz generell Mg, Fe2SiO2O6. Das heißt, wir haben hier Kationen, 2 Kationen Magnesium-Eisen, 2 Kationen Silizium, insgesamt 4.
das sind die 4, die hier unten stehen. Und dann 6 Sauerstoffe, das sind die 6 Sauerstoffe, die hier oben stehen. Und wenn ich die Analyse von hier drüben nehmen würde und hier eintragen und dann eine 8 reinschreibe, kriege ich natürlich auch hier unten dann die 5 raus für den Feldspalt. So funktioniert die Formelberechnung, zumindest für Trocken, also Minerale, die kein OH haben oder sowas. Damit kriegt man die meisten Formeln, oder die meisten Minerale eigentlich sehr gut identifiziert.